drei Kreise mit einem Radius von jeweils 5 cm, 3 cm und 2 cm sind paarweise tangent zueinander. Bestimme den Flächeninhalt der durch die drei Kreise begrenzten schattierten Fläche. Wir suchen also den Flächeninhalt von dieser grauen Fläche. Um diesen zu bestimmen, suchen wir zuerst den Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck, deren drei Ecken die Zentren der drei Kreise sind, und von diesem Flächeninhalt werden wir abziehen, den Flächeninhalt von diesem blauen Kreissektor, den Flächeninhalt von diesem grünen Kreissektor sowie den Flächeninhalt von diesem braunen Kreissektor. Also, um den Flächeninhalt zu finden von dieser grauen Fläche, berechnen wir den Flächeninhalt vom Magenta-Dreieck und ziehen davon ab, den Flächeninhalt vom blauen Kreissektor, den Flächeninhalt vom grünen Kreissektor und den Flächeninhalt von dem braunen Kreissektor. Beginnen wir mit dem Flächeninhalt von dem Magenta-Dreieck. Diesen Flächeninhalt können wir berechnen, zum Beispiel durch diese Seitenlänge 8. Die Länge ist effektiv 8, denn es ist ja Radius 3 plus Radius 5, mal diese Seitenlänge 7. Das ist effektiv 7, es ist ja Radius 5 plus Radius 2, mal den Sinus von diesem Winkel Alpha geteilt durch 2. Also der Flächeninhalt von dem Magenta-Dreieck können wir rechnen durch 8 mal 7 mal Sinus von Alpha geteilt durch 2. Und dazu brauchen wir den Sinus von diesem Winkel Alpha. Wir werden zuerst den Cosinus von Alpha berechnen und das durch die Cosinusregel in diesem Magenta-Dreieck. Die Cosinusregel besagt, diese Seite 5 im Quadrat ist dasselbe wie diese Seite 8 im Quadrat plus diese Seite 7 im Quadrat minus 2 mal diese Seite 8 mal diese Seite 7 mal Cosinus dieses Winkels Alpha. Also so. Und diese Gleichheit führt dann sofort zu Cosinus von Alpha gleich 11 Vierzehntel. Da Alpha ein spitzer Winkel ist, wissen wir, dass Sinus von Alpha streng positiv sein muss. Also führt die Grundformel der Trigonometrie zu Sinus von Alpha gleich plus die Quadratwurzel von 1 minus Cosinus von Alpha im Quadrat. Und somit wissen wir, dass der Sinus von Alpha gleich 5 mal die Quadratwurzel von 3 geteilt durch 14 ist. Also können wir hier Sinus von Alpha durch diesen Bruch ersetzen und somit erhalten wir als Flächeninhalt vom Magenta-Dreieck diesen Bruch, der sich noch kürzt. Und somit ist der Flächeninhalt vom Magenta-Dreieck gleich zu 10 Quadratwurzel von 3 Quadratzentimeter. Jetzt berechnen wir den Flächeninhalt von diesem blauen Kreissektor und dazu brauchen wir die Öffnung von diesem Zentriwinkel Alpha. Wir erinnern uns, um den Flächeninhalt von einem Kreissektor zu berechnen, berechnet man die Öffnung des Zentriwinkels Alpha in Radiant ausgedrückt mal das Quadrat vom Radius geteilt durch 2. Genau diese Formel werden wir hier einsetzen und somit wissen wir, dass der Flächeninhalt von diesem blauen Kreissektor gleich ist zum Zentriwinkel Alpha in Radiant ausgedrückt mal das Quadrat vom Radius 5 geteilt durch 2. Eben haben wir gefunden, dass der Cosinus von Alpha gleich ist zu 11 Vierzehntel. Also beträgt dieser Winkel Alpha in Radiant ausgedrückt Arcus-Cosinus von 11 Vierzehntel. Und somit haben wir herausgefunden, dass der Flächeninhalt von dem blauen Kreissektor ungefähr 8,33688 Quadratzentimeter beträgt.
Um den Flächeninhalt von diesem grünen Kreissektor zu berechnen, brauchen wir die Öffnung dieses Winkels Beta in Radiant ausgedrückt. Wir werden also diese Formel einsetzen und so finden wir, dass der grüne Flächeninhalt gleich ist zu diesem Zentriwinkel Beta in Radiant ausgedrückt mal das Quadrat von diesem Radius 3 geteilt durch 2. Um den Wert von Beta zu bestimmen, nutzen wir die Kosinusregel in dem Magenta-Dreieck, Kosinusregel, die besagt, dass diese Seitenlänge 7 im Quadrat gleich ist zu dieser Seitenlänge 8 im Quadrat plus diese Seitenlänge 5 im Quadrat minus 2 mal diese Seitenlänge 8 mal diese Seitenlänge 5 mal Cosinus von diesem Winkel Beta. Und diese Gleichung führt dann sofort zu Cosinus von Beta gleich ein halbes. Und da Beta ein spitzer Winkel ist, können wir daraus schließen, dass Beta Pi Drittel ist. Also können wir in dieser Formel Beta durch Pi Drittel ersetzen und somit erhalten wir als Flächeninhalt von dem grünen Kreissektor dieses Produkt, das heißt 3 Pi halbe. Der Taschenrechner sagt uns dann, dass dieser Flächeninhalt A2 ungefähr 4,71239 Quadratzentimeter beträgt. Um den Flächeninhalt von diesem braunen Kreissektor zu berechnen, brauchen wir die Öffnung von diesem Zentriwinkel Gamma in Radiant ausgedrückt. Denn wenn wir diesen Winkel Gamma haben, dann können wir diese Formel einsetzen und finden als braunen Flächeninhalt diesen Winkel Gamma in Radiant ausgedrückt mal das Quadrat vom Radius 2 geteilt durch 2. Um Gamma zu bestimmen, können wir die Eigenschaft nutzen, dass die Summe der drei Innenwinkel von diesem Magenta-Dreieck Pi Radiant beträgt. Und somit wissen wir, dass Gamma dasselbe ist wie Pi minus Alpha minus Beta. Wir wissen, dass Alpha der Arcus-Cosinus von 11 Vierzehntel ist und wir wissen auch, dass Beta Pi Drittel beträgt. Somit finden wir für Gamma diese Differenz und der Taschenrechner liefert diesen Dezimalwert für Gamma. Gamma beträgt also ungefähr 1,42745 Radiant. Und jetzt können wir hier Gamma durch diesen Wert ersetzen und finden als Flächeninhalt von diesem braunen Kreissektor ungefähr 2,85490 Quadratzentimeter. Um also den gefragten Flächeninhalt zu finden, brauchen wir in dieser Rechnung nur diese Größen durch diese gefundenen Zahlen zu ersetzen. Und somit finden wir als gefragten Flächeninhalt von dieser Fläche ungefähr 1,41634 Quadratzentimeter. Und somit ist diese Aufgabe beendet.